Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mal eine ganz besondere Kaffeemaschine anschauen, und zwar die Piwala von Graef. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein ganz gewöhnlicher Siebträger. Und das ist sie einerseits auch. Sprich, Kaffeefans und Espresso-Fans schwören ja auf Siebträger und die kommen hier voll auf ihre Kosten. Kaffee frisch mahlen und dann durch den Siebträger jagen, ideal, wenn man viel Zeit hat. Andererseits gibt es ja aber Tage, an denen man nur morgens schnell einen Kaffee möchte und da dauert es schon ein Weilchen, bis man mit einem Siebträger Kaffee gemacht hat. Aus diesem Grund hat sich Graef etwas überlegt und zwar kann die Piwala auch mit Nespresso-Kapseln und mit Kaffeepads arbeiten. Dazu wird noch ein ausführlicher Test folgen. An dieser Stelle gibt es jetzt erstmal nur einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Wie ihr seht, hat die Maschine wenige Tasten und ist auch relativ schnell erklärt. Für uns interessant ist eigentlich jetzt erstmal die Einschalttaste, denn die Maschine muss ja sich erstmal aufheizen und dann haben wir hier ganz einfach Kaffee und Wasserdampf bzw. der Milchaufschäumer. Nehmen wir also an, wir haben es jetzt morgens eilig und wollen schnell ins Büro, dann schnappen wir uns diesen Aufsatz der Piwala, der mitgeliefert wird. Da packen wir die Nespresso-Kapsel rein, Deckel drauf. Und das Ganze kommt jetzt hier in diesen speziellen Siebträger, nenne ich es mal. Könnt ihr es hier so reindrücken? Und jetzt ganz normal, wie ihr es von einem Siebträger gewöhnt seid, hakt ihr das hier ein, stellt eure Espresso-Tasse drunter und legt los. Wie ihr seht, funktioniert das auch ganz gut. Wir haben jetzt eine wunderschöne Crema und einen perfekten Nespresso. Neuer Tag, neues Glück. Heute habt ihr es mal nicht so eilig und wollt euch einen perfekten Espresso aus der Piwala Graef gönnen. Also schnappt ihr euch den entsprechenden Aufsatz und jetzt besorgt ihr euch erstmal frischen Kaffee. Es riecht schon sehr gut. Jetzt stempeln wir das hier einmal kurz fest und schon kann es losgehen. Am Anfang erfordert das alles natürlich noch etwas mehr Übung. Wie ihr seht, es gibt ganz viele Parameter, die es zu beachten gilt. Einerseits, welche Espresso-Bohnen habt ihr? Wie fein muss der Mahlgrad sein? Wie benutze ich den Stempel? Und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die eben die Espresso-Qualität in der Tasse beeinflussen. Und da ist natürlich ein Siebträger schon etwas aufwendiger als ein Vollautomat. Aber glaubt mir, der Aufwand lohnt sich. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite zur Piwala von Graef mit den grundsätzlichen Funktionen und der ausführliche Test, der folgt in Kürze.